Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal von Die Null muss stehen. Diese Woche gibt es keine Storytime-Episode, da wir das ja jetzt in zweiwöchigen Abständen immer machen, ne, dann wechseln wir immer die Formate dann, sondern heute soll es eigentlich ein Top-10-Video geben. Aber ich ändere jetzt nochmal die Regeln, ja, komme mir schon vor wie der Drachenlord, ne? Ich ändere laufend meine Formate. Halt deine Fresse! Ich mache daraus heute eine Top-3-Episode, weil ich glaube, dass 3 Plätze pro Video in diesem Thema reichen, weil es soll heute um Fast-Transfers gehen. Ne? Ich hatte mir nämlich gedacht, so jetzt, wo die Wintertransferzeit vorbei ist und einige Transfers über die Bühne gegangen sind und einige nicht, Jochen, Flügelspieler, Schalke. Also erstmal ist der 1.2. nicht richtig, sondern der Vertragsbeginn ist der 3.2. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt ein Stück weit überfragt, weil ich nicht weiß. Ich glaube, war es der 8.2., wo wir die Personalien kommuniziert haben? Ja. Die Frage. Ja, da habe ich mir gedacht, das ist wirklich eine gute Möglichkeit, jetzt mal so ein Top-3-Video darüber zu machen. Und dabei schauen wir uns das Ganze nochmal an, also die Transfersaga, die sich um den Spieler abspielte, woran der Transfer gescheitert ist und wie der weitere Karriereverlauf des jeweiligen Spielers dann war. Alle 2 Wochen wird es, wie gesagt, dann dieses Format geben, immer wieder mit einer neuen Top-3. Und falls es nach 2 bis 3 Episoden ausgelutscht ist oder ich finde es einfach langweilig, werde ich dann einfach wieder auf die normale Top 10 umswitchen und dann noch eine andere Thematik behandeln. Aber ich fand das jetzt einfach cool mal zu machen und deswegen, ja, habe ich mir die Freiheit einfach mal rausgenommen. Und ich glaube, dadurch, dass wir ja auch Storytime zwischendurch als Format haben, wird das recht abwechslungsreich sein und noch nicht so schnell langweilig werden. Also, nicht lang schnacken. Copy-Nacken? Sorry, das ist ja eigentlich der Spruch, den ich immer vor jedem Schalke-Spiel eigentlich sage. Ja, man muss das auch manchmal ein bisschen ertränken, das Leid. Gut, fangen wir an mit der Nummer 1. Also ich habe es jetzt nicht so gerankt, als ob es jetzt der Top-Fast-Transfer ist, sondern ich habe einfach 3 aufgelistet und gut ist, ne? Gut, wir fangen mit der Nummer 1 an und dabei geht es um Steven Gerrard, der fast ein Blue geworden wäre. Ja, richtig. Der Held des Kops, der Leader, Mr. Liverpool, Stevie G, hatte mal ernsthafte Ambitionen, ein anderes Trikot überzustreifen, als das seiner geliebten Reds. Während der EM 2004, als Gerrard mit England unterwegs war, machte das Gerücht die Runde, dass Steven Gerrard in Richtung Stamford Bridge nach Chelsea sich verabschieden würde. Stevie wollte gehen aufgrund seiner sportlichen Ambitionen, die Liverpool zu dem Zeitpunkt einfach nicht erfüllt hat. Sie lagen rund 30 Punkte hinter dem Meister Arsenal in der letzten Saison. Liverpool kämpfte um seinen Captain und hoffte mit Rafa Benitez als neuen Trainer, ihn noch zu überzeugen. Diesem gab Gerrard dann eine Chance und wurde ein Jahr später, im Jahr 2005, prompt dafür belohnt. Er gewann nämlich die Champions League. Gerrard selber sagte danach, wie soll ich diesen Verein verlassen nach solch einer Nacht? Bis 2007 lief Gerrards Vertrag zu dem Zeitpunkt noch, also alles gut, oder? Naja, jein, denn Gerrard hatte sich eine vorzeitige Verlängerung gewünscht, jedoch machte Liverpool zunächst gar kein Angebot. Als dann doch ein eher halbherziges Angebot von ihnen kam, empfand er es als nicht angemessen. Das war dann im Umkehrschluss für Stevie das Zeichen, dass man ihn eigentlich verkaufen möchte. Somit kam am 5. Juli 2005 der Tag, an dem Steven Gerrard seine Anfrage für einen Wechsel bei Liverpool einreichte. Dies sorgte für einen Riesenaufschrei bei den Fans und man fragte sich, warum Stevie und warum gerade Chelsea? Damals verschrien als Bastard Son of Modern Football, geführt von einem Oligarchen. Die Fans waren mit den Nerven am Ende und man begann, vor dem Stadion Gerrard-Trikots zu verbrennen. Dies war laut Gerrards Autobiografie der emotionalste Tag seines Lebens. Er war ein nervliches Wrack. Laut eigener Aussage fraß er damals Paracetamol, als wäre es Smarties, während er im TV zusah, was in Liverpool los war. Liverpool lehnte das Angebot von 32 Millionen Pfund ab und wies Gerrard nochmal darauf hin, dass sie immer noch einen Vertrag für ihn haben.
Und mit all dem Druck und seiner Liebe für den Club unterschrieb er dann doch. Ihm war nämlich letzten Endes nur wichtig, vom Verein und den Offiziellen die Wertschätzung zu erhalten, die er verdient. An die Stamford Bridge wollte er eigentlich gar nicht. Somit erloschen auch die Feuerzeuge und Trikots mit der Nummer 8 an der Anfield Road und alle waren wieder glücklich. Naja, Stevie, hochgepokert hast du hier wirklich. Die Aktion hätte auch in die Hose gehen können. Naja, in den folgenden Jahren trug er bis zu seinem Karriereende nur noch das rote Trikot und kann auf eine legendäre Karriere zurückblicken. Wir kommen zu Nummer 2 und das ist ein bisschen kurios, denn der Titel ist Tschech an der Weser. Also, ich muss eines erstmal sagen, Werder gehört für mich immer in die erste Bundesliga. Ich will niemals, dass die absteigen, aber das, was mich über Jahre bei Werder stört, ist die Einkaufspolitik bei den Torhütern. Bis auf Reinke, Wiese und zum Teil Pavlenka hatte man fast nur Schrott im Tor. Angefangen bei Mielitz über Wiedwald bis hin zu Raphael Wolf. Und Anfang dieses Jahrtausends, also 2001 um genau zu sein, zeigte Werder, dass man damals schon kein Auge für echte Torwarttalente hatte. Ein junger tschechischer Torwart namens Petr Čech spielte bei Werder vor und wusste von sich zu überzeugen. Allerdings erschien dem damaligen Bremer Torwarttrainer Dieter Budenský die Ablöse von 1 Million D-Mark, also heute 500.000 Euro, zu hoch. Stattdessen verstärkte man sich für die gleiche Summe mit dem polnischen U-Nationaltorhüter Jakub Wierczowski. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ein genialer Schachzug, denn wir wissen ja alle, was für eine steile Karriere dieser Wierczowski hingelegt hat. Sein Trophäenschrank ist gespickt mit Titeln und Auszeichnungen. Was aber mit diesem Tschech passiert ist? Keine Ahnung. Ich habe mal gehört, der ist irgendwann nach Chelsea gewechselt und dann hat er den Meistertitel und die Champions League unter anderem geholt. Also nicht wirklich was, worüber man sich unbedingt als Werderaner ärgern müsste. Das gibt's doch gar nicht, du! Dann kommen wir nochmal schnell zur Nummer 3, denn es geht um, ich würde mal sagen, in diesem Jahrhundert, ja doch, könnte man schon sagen, also mit einer der größten Legenden aus dem brasilianischen Fußball generell, aber in diesem Jahrhundert auf jeden Fall für mich die brasilianische Fußballlegende, nämlich Ronaldinho. Und dieser Ronaldinho war kurz davor oder hatte zumindest mit dem Gedanken gespielt, in die Bundesliga zu wechseln und zwar ins Ruhrgebiet, nicht zu Schalke 04, aber zu Borussia Dortmund. Richtig gehört. Also, wir gehen nochmal zurück in das Jahr 2001, wie gerade bei Petr Čech, denn da machte der BVB einen Rundumschlag, der sich gewaschen hat und tütete gleich 3 Millionen schwere Transfers ein. Im Januar kam Rosický von Prag für 14,5 Millionen Euro. Dazu kam im Sommer sein Nationalmannschaftskollege, der 2,2 Meter Hühne, Jan Koller. Und zu allem Überfluss kam noch der absolute Rekordtransfer zum damaligen Zeitpunkt, Marcio Amoroso für 25,5 Millionen Euro. Der BVB besaß damals schlichtweg die nicht vorhandenen Spendierhöschen, woran sie später fast bankrott gegangen sind. Stimmt's, Herr Niebaum? Na, andere Geschichte. Auf jeden Fall nahm man neben Amoroso einen weiteren Brasilianer ins Visier und sein Name war Ronaldo Assis de Moreira oder auch Ronaldinho. Er galt als einer der neuen aufsteigenden Stars Brasiliens und bekam schon Lobpreisungen von allen Seiten, was natürlich Fußball Europa und dem BVB nicht entgangen ist. Jedoch entschied sich Ronaldinho gegen Dortmund, trotz konkreten Angebots, weil es laut eigener Aussage ein zu großer Schritt für ihn gewesen wäre. Allein das Stadion und die Größe des Vereins schreckten ihn ab. Stattdessen wechselte er in die französische Hauptstadt Paris zu PSG. In den Jahren darauf wurde Ronaldinho Weltmeister, wechselte zum FC Barcelona für 32 Millionen Euro, wurde dort Champions League-Sieger, spanischer Meister und zweimal Weltfußballer des Jahres. Also kann man schon sagen, dass BVB da einiges durch die Lappen gegangen ist, aber viel dagegen machen konnten sie nicht. Es war ja Ronaldinhos Entscheidung und PSG war halt damals wirklich wesentlich kleiner als der BVB. Ja, und das soll es heute gewesen sein mit der Folge. Es ist wirklich, wenn du dir manche Transfers anguckst, die wirklich bald kurz davor standen. Ich sag ja, also Werder Bremen, ihr hattet Petr Čech bei euch auf der Trainingsanlage und ihr habt ihn abgelehnt. Ne, im Nachhinein weiß man es natürlich immer besser. Ne? Ich tue jetzt hier auf schlau. Ne? Vielleicht hätte ich das damals auch nicht gesehen als Scout oder als Trainer. Ich bin sowieso ein Laie. Aber ne, dann so, wenn man dann im Nachhinein so eine Karriere betrachtet von Spielern und dann heißt es auf einmal, ja, der war mal bei dir auf dem Trainingsgelände von deinem Lieblingsverein und ja, den haben die abgelehnt.
Ich hoffe, ihr hattet euren gewissen Spaß an dem Video. Ich fand es auf jeden Fall cool, solche Geschichten gelesen zu haben und euch darüber jetzt nochmal zu berichten. Denn ja, also ich fand, jeder Transfer war an sich, hatte seine eigene Kuriosität. Steven Gerrard sich in einem Chelsea-Trikot vorzustellen, unvorstellbar. Wobei das schon cool gewesen wäre, halt eine England 6- oder 8er Position gehabt zu haben mit Frank Lampard und Stevie G. Das hätte schon irgendwie was gehabt, finde ich. Aber dann wäre es auch vielleicht nicht mehr special gewesen, wenn die englische Nationalmannschaft sich zusammentrifft. Dann hast du halt Tschech, wie gesagt, Anna Weser, kurios, und Ronaldinho, wirklich einer der prägendsten Figuren meiner Kindheit, zumindest im Sport, aber auch so, glaube ich, hatte der einen enormen Einfluss auf mich. Der bei Borussia Dortmund, ich hätte wahrscheinlich den gar nicht mal so gefeiert, ne, weil es ein Borusse ist, ne, und ich will gar nicht gegen Dortmund haten, aber es ist ja halt eine gewisse Feindschaft zwischen Schalke und Dortmund, aber wahrscheinlich, ne, wir wissen ja auch, der Fall bei Ronaldinho war ja sogar so, zwischen Barcelona und Real Madrid, ne, im Clasico, da war es ja auch mal so, dass Ronaldinho Real Madrid so auseinandergenommen hat und wirklich sich den Respekt bei den Real Madrid-Fans erspielt hat, sodass die Madrid-Fans aufgestanden sind, die ja auch ihren riesigen eigenen Stolz haben. Aber sie sind trotzdem aufgestanden, wie gesagt, und haben dann für Ronaldinho applaudiert. Und ich könnte mir vielleicht unter Umständen in irgendeiner Weise vorstellen, dass es bei manchen Schalke-Fans ähnlich gewesen wäre, wenn das mit uns in einem Revierderby passiert wäre. Aber nicht alle würden da, glaube ich, so mitziehen. Ich würde zumindest behaupten, dass ich einen gewissen Grad an Respekt diesem Spieler entgegenbringe, nämlich aufgrund seiner Leistung. Das denke ich mir bei Haaland halt auch oft. Klar, er hat mal seine Leistungsschwankungen, aber er ist schon mit 19 Jahren oder er wird jetzt, glaube ich, dieses Jahr 20, ist ja auch schon extremst weit. Ne? Und ich mag ihn nicht, ne? Warum sollte ich ihn auch mögen? Aber er ist halt wirklich schon eine kleine Koryphäe auf seiner Position und ihm gehört die Zukunft auf der Stürmerposition. Ganz klare Sache. Und das hätte ich, glaube ich, bei Ronaldinho auch gedacht. Mann, ist das nervös. Gut, genug philosophiert über Schalke und Dortmund und was man jetzt mag und was nicht und was man respektieren sollte und was nicht. Schreibt doch mal einfach in die Kommentare, wie ihr diese Serie findet und ob sie vielleicht zu kurz ist, ob ihr mehr Plätze sehen wollt, vielleicht eine Top 5. Ihr entscheidet. Ich werde beim Bearbeiten dann sehen, wie lange das Video letzten Endes wird. Ich lade es dann auch einfach hoch. Mal gucken. Und ja, wenn ich dann denke, okay, das war dann doch zu kurz, dann werde ich daraus eine Top 5 machen, von aus meinen eigenen Stimmen aus. Aber schreibt doch gerne was in die Kommentare. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, was ich noch verbessern kann. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Mittag oder auch einen guten Morgen. Den kann man mir nämlich auch gleich wünschen, denn ich nehme das hier tatsächlich gerade nachts auf. Also, haltet euren Kasten sauber, ne? Die Null muss nämlich immer weiterhin stehen, wie der Hübs sagen würde. In diesem Sinne, tschüss.